Ich finde die biologische Landwirtschaft einfach eine sinnvolle Landwirtschaft, weil man mit der Natur arbeitet und nicht gegen die Natur. Und auch das mit der Bio-Legehennenhaltung und vor allem jetzt auch ganz neu mit den Sandys, also mit den zwei Nutzungsrassen. Das ist einfach schön, man hat ein gutes Gefühl dabei und man hat auch ein gutes Gewissen dabei. Gerade jetzt bei zwei Nutzungsrassen. Zwei Nutzung bedeutet ja, dass der männliche als Küken auch überleben darf und nicht gerade geschlüpft und schon umgebracht wird. Und das macht einfach Sinn. Und darum macht mir das einfach Spaß und ich kann das einfach mit meinem Gewissen vereinbaren. Der Limmer Hans. Wir sind hier in Oberbreitnau, Landkreis Landshut, Nähe von Spielberg. Ich bewirtschafte seit 2 Jahren den Hof auf Bio mit Bio-Legehennenhaltung für die Biohennen AG und finde das eine super Sache und macht mir wahnsinnig Spaß. Also wir haben jetzt vor einer Woche die zweite Herde in diesen Stall eingestellt. Die Rasse Sandy, Zwei-Nutzungsrasse. Zwei-Nutzung bedeutet, auch die männlichen dürfen als Küken überleben und werden nicht vergast oder geschreddert. Und das ist, glaube ich, vor allem bei Bio auch die Zukunft, dass man auch das männliche Leben am Leben erhält. Also das Besondere an der Sandy, unterscheiden tut sie sich natürlich sie hat ein weißes Federkleid, aber man sieht teilweise so schwarze Punkte. Das unterscheidet zu einem normalen, herkömmlichen weißen Huhn. Was mir schon aufgefallen ist, jetzt in der ersten Woche, die Sandy ist ein bisschen beweglicher wie jetzt braune Hühner oder andere Rassen. Ich meine, das muss ich schon sagen, der Hans, der hat sich da schon wahnsinnig viel telefoniert und gekümmert. Und also ich hätte es sowieso nicht mehr geschafft, das ist ganz klar. Da habe ich schon bewundert, muss ich sagen, ja, dass man sich so informiert. Und zur ganzen Geschichte, wie das losgegangen ist, er hat zum 65. 3 Hähner und einen Gockel bekommen von den Nachbarn. Und dann haben wir eben die 3 gehabt und den Gickerl. Und dann haben wir da ein bisschen in der Schupfe was hergerichtet für die und ein bisschen einen kleinen Auslauf gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt, wenn wir das schon gemacht haben, dann haben wir uns gleich 40 Hähner her. Und irgendwann war mal so der Gedanke, ein paar mehrere Hähner vielleicht da drin laufen lassen. Und dann habe ich schon langsam da angefangen, mich schlau machen nach Vermarktungswege. Und so ist es eigentlich, also ich weiß ganz genau, Februar 2015 war der erste Gedanke und Februar 2016 haben wir einzogen. Ja, die Eier von der Sandy haben schon mal eine andere Schalenfarbe. Das sind cremefarben. An und für sich der Ackerbau ist aufwendiger, weil man muss natürlich mehrere mechanisch Unkraut bekämpfen und muss natürlich da mehrere dahinter sein, vielleicht die ersten Jahre noch nicht so, aber die Folgejahre kommt da mit Sicherheit noch mehr. Also es ist mehr Aufwand, ist schon. Also die Biohennen, das ist eine wahnsinnig gute Gemeinschaft, finde ich.
Vor allem, weil der Kontakt zu den anderen Betrieben so gut ist. Das ist zum Anfang auch sehr wichtig. Du kannst jeden fragen, du kannst jeden anrufen, weil Probleme ist häufiger jeder. Und auch in der Parkstelle selber, die Leute. Also, da häuft jeder jeden. Da gibt es irgendwie keinen Konkurrenzkampf oder irgend sowas, sondern jeder hält zusammen. Also, wir vom Biohof Limmer in Oberbreitenau in Niederbayern wünschen wir jedem Verbraucher, der unsere Eier isst, guten Appetit mit den Eiern von der Zweinutzungsrasse Sandy. Voll biologisch, ohne Farbstoff. Nicht so supergelb die Eier, dafür mit Kräuter und schmackhafter. Nur zum Empfehlen. Jeden Tag zwei Stück.